Ein herzliches Willkommen an alle Sportsfreunde und Paderborn-Fans auf diesem Kanal. Ja, nicht zur Spielanalyse tatsächlich, sondern wir dürfen den nächsten Neuzugang begrüßen. Vom VfL Osnabrück ist Sebastian Klaas zu uns an die Pader gewechselt. Er war ja beim Rivalen auch im Gespräch, so wie bei Borussia Mönchengladbach. Also wie ihr hört, es gab mehrere Interessenten für den jungen Mann. Der Osnabrücker Eigengewächs tatsächlich ist, also die Osnabrücker haben es tatsächlich mal geschafft, ein Eigengewächs auf den Markt zu bringen, sage ich jetzt mal so, mehr oder weniger unfreiwilligerweise, denn der gute Mann hat nicht seinen Vertrag verlängert. Der VfL Osnabrück wollte sehr, sehr, sehr gerne Sebastian Klaas halten, wie gesagt, Eigengewächs und ist ein sehr, sehr, sehr guter Mann. Auch ein effizienter Stammspieler, Offensivspieler, zentrales offensives Mittelfeld ist der gute Mann, sozusagen ein Box-to-Box-Player, der zwischen den beiden Strafräumen sehr lauffreudig alles abackert und zudem noch sehr torgefährlich ist. Ein paar Leistungsdaten zu ihm, dazu kommen wir gleich. Jetzt kommen wir quasi erstmal zu seinen Daten diese Saison. Der gute Mann hat eine Startelfquote von 77%, hat von den möglichen Spielminuten, die zu spielen waren, 67% gespielt und eine Torbeteiligung von 35% erreicht in dieser Saison, die ja noch einen Spieltag quasi dauert, wenn man es denn so möchte. Der gute Mann hat in dieser Saison 35 Spiele gespielt, 5 gelbe Karten gekriegt. Das ist als Box-to-Box-Player, der wie gesagt eben den Raum zwischen den beiden Strafräumen abläuft, ein ziemlich guter Wert, dass du nur einmal quasi gesperrt bist. Zudem 8 Tore selbst erzielt und 9 Tore vorbereitet. Also wirklich ein Mann, den ich mir wirklich auch vom Alter her sehr gewünscht habe. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall nur das Beste, ist ja logisch. Und willkommen in Paderborn. Ich glaube, dass der SCP definitiv auch das Richtige sein wird. Denn wie ihr alle inzwischen, denke ich mal, wissen solltet, sind wir ja bekannt dafür, dass wir Talente durchaus weiterbringen und quasi zum nächsten Schritt dann bringen. Er kommt, wie gesagt, ablösefrei, Vertrag läuft beim VfL aus und ja, das war es dann quasi auch schon zu den Daten und Fakten zu Sebastian Klaas, unserem Neuzugang vom VfL Osnabrück. Ihr könnt euch dann quasi ja auf das Video freuen, was dann so ungefähr wahrscheinlich gegen 18 Uhr online gehen wird, zu unserem Rivalen, der heute ein entscheidendes Spiel hat. Und ja, dementsprechend, wenn es denn geschehen soll oder nicht, wird dazu danach Abpfiff quasi ein Video erscheinen zu deren hoffentlich Abstieg in die zweite Fußball-Bundesliga, damit es wieder ein Derby gibt. Und damit würde ich sagen, ja, bleibt gesund in dieser schweren Corona-Zeit und wir hören uns dann in ein paar Stunden hoffentlich. Tschüss, euer Pader.